Mein Name ist Leonie Behrens. Ich bin Geschäftsführerin bei der Firma eCap Mobility aus Winsen an der Luhe. Wir bei eCap Mobility, wir entwickeln alternative Antriebslösungen für Nutzfahrzeuge. Wir rüsten Bestandsfahrzeuge auf alternative Antriebssysteme um. Das heißt, wir entfernen die Verbrennerkomponenten aus einem bereits bestehenden Fahrzeug und setzen einen batterieelektrischen oder wasserstoffelektrischen Antrieb ein. Begonnen hat das Ganze so vor 6, 7 Jahren mit der Umrüstung von Oldtimern auf batterieelektrischen Antrieb. Und heute sind wir in dem Nutzfahrzeugsegment angekommen, weil wir in diesem Verkehrsbereich eigentlich den größten Impact sehen, den wir da für eine klimaneutrale Wirtschaft und für einen klimaneutralen Verkehr beitragen können. Hinter mir mit dem grünen Wasserstofftank sieht man unseren Hybat-LKW, der erste von 5 Prototypen, der im Herbst auf der Straße sein wird. Das Grüne sind die Wasserstofftanks, in Gelb sieht man noch einen Akku und die hintere Achse wird von einer Elektroachse mit Radnabenmotoren angetrieben. Außerdem hat das Fahrzeug natürlich eine Brennstoffzelle integriert unterm Fahrerhaus. Das erste Fahrzeug wird eine Reichweite im beladenen Zustand von ca. 500-550 Kilometer haben. Aber als Zielvorstellung wirklich für die serielle Fertigung werden wir dann an die 1000 Kilometer herankommen. Der Mehrwert bei der Elektroumrüstung von Bestandsfahrzeugen ist natürlich, dass wir vorhandene Ressourcen nutzen, indem wir das vorhandene Fahrzeug bzw. das Chassis erneut verwenden und mit unserem nachhaltigen Antriebssystem ausstatten. Und jedes Fahrzeug, was nicht komplett neu produziert werden muss, ist per se ja schon mal umweltfreundlicher als eine komplette Neuproduktion. Für große und schwere Fahrzeuge, die auch weite Strecken zurücklegen, bietet sich nach unserer Auffassung ein wasserstoffelektrischer Umbau an. Das heißt, diese Fahrzeuge werden mit dem Gas Wasserstoff betrieben. Was wir uns wünschen würden, was auch die Grundidee von der ganzen Entwicklung war, ist natürlich, dass wir diese Fahrzeuge mit grünem Wasserstoff versorgen. Weil dann haben wir es wirklich geschafft, einen klimaneutralen Kreislauf für den Verkehrssektor zu etablieren. Was unsere Räumlichkeiten und Gebäude angeht, versuchen wir natürlich auch, so klimafreundlich wie möglich das Ganze zu gestalten. Und zum Beispiel haben wir auch eine PV-Anlage auf unserem Dach. Zukunftsperspektive komplett unterm Strich ist natürlich, die Prototypen, die wir als eCap entwickeln, dann auch mittelfristig in eine Serie zu bringen. Letztendlich profitieren wir als Gesellschaft von unseren Antriebslösungen, denn wenn LKW und Busse, die viele Tausende von Kilometern zurücklegen, alternativ und klimaneutral angetrieben werden, dann sind wir alle als Bewohner dieses Planeten ein Stück weiter an einer Kreislaufwirtschaft und damit klimaschonend unterwegs.